Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020 im MyTeam-Modus. Heute geht's nicht ins Qualifying, sondern direkt ins Rennen hier in Spa-Francorchamps. Warum sage ich hier in Spa-Francorchamps? Nun ja, ich bin nicht in Spa. Eines Tages sage ich es. Dann live aus der Rennstrecke. Nee, wo war ich hängen geblieben? Genau, Leute, Rennen. Ich habe eigentlich auch das Qualifying aufgenommen. Dachte ich zumindest. Habe ich aber doch nicht. Fehler wurden gemacht. Super ärgerlich. Das Qualifying war aber relativ interessant, denn Training bis auf Ende von Training 1 war es Regen. War es trocken. Nur dann war es kurz nochmal Regen. Qualifying komplett im Regen. Außer Qualifying 3. Aber es war eine wilde Mixtur. Deshalb sind wir auch nur Vierter geworden. Also ich, ihr wart ja nicht dabei. Da ich aber ein Teil auswechseln musste, und zwar den Klumpen hier, Steuerelektronik, haben wir uns noch eine 10-plätzige Grid-Penalty eingeheimst. Und eigentlich hatte ich auch noch vor, das habe ich im Qualifying-Format gesagt, hat mir aber keiner zugehört, weil die Aufnahme nicht lief. Ich bin einfach ein Profi, wenn es darum geht. Wollte ich eigentlich noch, vor dem Qualifying die Teile wechseln, hab's nicht rechtzeitig hinbekommen, und wenn ich jetzt im oder nach der Qualifying Session die Teile wechseln wollen würde, gibt das eine Strafe, weil jeder weiß, laut Artikel 34.6, das Gedöns-Gedöns-Gedöns-Gedöns-Buch, geht das nicht. Deshalb dachte ich mir, okay, gut, Eigendummheit, P14, Schadensbegrenzung, nehmen wir. Alternativ, wenn ich das jetzt noch ändern würde, können auch direkt ein neues Teil anordern. Bei manchen Teilen gibt es 5 und bei manchen Teilen gibt es eine 10-Plätze Grid Penalty. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist hier die Strafe? Dann steht hier nicht. Soll ich gamblen? Gamblen klappt in der Regel bei mir. 5 oder 10? Oder ich lebe damit. Ich glaube, ich lebe damit. Ich meine, wenn wir nochmal hier drauf gehen, unser Auto ist ein bisschen besser. Deshalb kommen wir leben damit. Monza wird krass, wir gehen rein. Übrigens, Session-Getränk des heutigen Tages. Obacht! Es wird richtig wild. Monster Energy, weil Angebot, sonst kauft man diese teure Plörre nicht. Wie heißt die Kacke überhaupt? Punch. Punch. Punch mixed. Mit Doppel-X. Ist ja richtig wild. Übrigens, habt ihr euch schon mal bei diesen Monster Energy Dosen diese komische Comic Sans-artige Schrift mal durchgelesen? Es ist ja super scheiße, was da dran steht. Komm, ich lies mal was vor. Oh nee. Ach, schade, das Intro geht los. Da muss ich leider die Schnauze halten. Wir sind wieder einmal in Belgien für die heutige Runde dieser Formel 1 Weltmeisterschaft. Dieses Rennen wurde 6-mal vom legendären Ayrton Senna gewonnen. Und 2019 schaffte Charles Leclerc etwas, was zuletzt Michael Schumacher 1992 schaffte, nämlich seinen Premierensieg hier in den Ardennen. Heute heißt es Spa-Francorchamps oder, wie wir immer sagen, Ardennen-Achterbahn. Eine insgesamt 7 Kilometer lange Strecke mit Unmengen von Höhenunterschieden. 19 Kurven, davon 9 rechts und 10 links. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von unglaublichen 233 km/h ist Spa-Francorchamps ein wahrer Leckerbissen für Tempofanatiker, eine der schnellsten Strecken im Kalender. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Bottas, Ocon, Pierre Gasly und Ricciardo. Verstappen, Sainz, Leclerc und Danny Quert. Norris, Grosjean, der Regenmeister und Magnussen. Albon, Stroll, Sergio Perez und George Russell. Giovinazzi, Schumacher, Latifi und Nyck de Vries. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Okay, statt Platz 14 doch Platz 13. Da hatte jemand doch wohl mehr Strafen als ich gehabt. Das ist eine Kunst. Aber obwohl, es sind auch nur 10. Ich glaube, unser Rekord war bei 75 oder 125.
Ich weiß nicht, ob es über 100 war oder ob es mein Wunschgedanke mal war, diese 100er-Marke mal an Strafen zu knacken. Oh, das wird interessant. Gefällt mir das? Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir das durchziehen werden, denn Safety Car, wir kennen es doch alle. Es wird auf jeden Fall Safety Car kommen. Die Frage ist, will ich mit so viel Benzin starten? Wie viele Runden fahren wir denn? 22 Runden. Das war ein schneller. Warte mal, kann ich nicht. Haben wir mehr als 22 Runden? Warum kann ich nicht weniger als 24 mitnehmen? Habe ich. Ist hier so irgendwo ein Fehler oder nicht? Egal, wir nehmen's. Obwohl, was ist die Personal. Oh, das gefällt mir doch schon lieber. Oh, das gefällt mir doch schon lieber. Ja. Vor allem die roten Reifen. Ich hab's in der Qualifying-Folge gesagt. Oh, jetzt kann ich. Oh, ja. Man kann die roten Reifen echt lange fahren. Guck mal, hier kann ich mit weniger als 24 Runden mitnehmen. Das ist alles ein bisschen seltsam. Nun. Nee, komm, wir pokern auf Safety Car. Wir pokern sowas von auf Safety Car. Ach du Jemine, ich werde mir ins Bein schneiden, aber so hardcore. Nun. Rennen Start. Beziehungsweise Einführungsrunden Start. Oh, dieses Warten. So weit hinten. Die Kupplung funktioniert und das Getriebe reagiert normal. Vergiss nicht, die Reifen und Bremsen aufzuwärmen. Tu das während dieser Runde. Ja, komm, ich glaube, auf die langen Geraden brauche ich noch nichts aufwärmen. Das kann ich ja doch mal mein Nichtversprechen anhalten, aber. Damit ihr mal so kurz den Geschmack bekommt, was bei dieser Comic Sans Schrift auf dieser Monster Energy Dose draufsteht. Was, glaube ich, auf jeder Dose draufsteht. Komplett Quitsch. Wo haben wir das denn hier? Okay. Ha. Woanders hingucken, geradeaus fahren. Das wird super. Mit der richtigen Mischung bringt man jede Party ins Rollen. Sei es der DJ an den Decks oder der Barkeeper, der mit seinem Mix der Party den. Oh Gott. Nee, okay. Das klappt nicht. Aber ihr merkt schon, wo es hinführt. Man muss sich möglichst cool fühlen. Das ist ein cooles Getränk. Super cool. KOOL. Oh wow, was habe ich denn mit den Reifen angestellt? Warum sind die schon so abgeschlabbert? Bin doch nur eine Runde gefahren in Q2. Ach stimmt, am Ende des Q von Q2 war es auch nochmal trocken. Vielleicht hat mich das auch nur auf den. Sehen im Moment Ohne stabil aus. Wir Grid-Strafe haben momentan keinen gedacht, Regen. auf den vierten Platz gerückt, weil halt ich keinen Flow hatte, keinen Rhythmus bekommen habe. Mit Regen, Regen, dann trocken und trocken. Zuerst ist man, glaube ich, mit Hardreifen, mit den Wets gestartet, dann mit den Inters, dann nochmal mit den Inters, dann doch wieder mit den trockenen. Ne, die Reifen sind eigentlich tippitoppi. Da brauche ich jetzt echt nicht mehr viel ändern. Jupp, so, ich nehme schon mal ein Schlückchen. Da ist ein Auto in mir drin. Bitte gehen Sie. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Wahnsinn. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. I'm moving up and down, side to side. Okay, gut. Concentration. Oh Gott, der Red Bull ist ja super schnell. Scheiß die Wand an. Oh, da ist ein Teil geflogen. Es war nicht meins.
Gott. Was doch meins? Ein bisschen mit dem ERS aufpassen. Was hier schön dranbleiben. Immer noch ein bisschen mit dem ERS für die Runde aufpassen. Aber ich bin gut dran. Der Sog hilft mir hier. Mit Dirty Air Lesmo, nee, Lesmo. Ich bin schon in Le Mans, nee, fuck off. In Monster Fieber. Nee, das war, fuck, wie heißt die Kurve? Blanchiment. Blanchiment 2, um genau zu sein. Weiß, bisschen, bin ich doch ein bisschen weit weg. Ah, La Source ist irgendwie auch nicht meine beste Kurve hier in F1. In jedem anderen Rennspiel schon. Ich hätte auch gerne gesagt in Project Cars 3, aber dort gibt es die tolle Strecke nicht. Genauso wie Le Mans. Ist eigentlich vor mir, Gasly. Oh, shit. Komm, jetzt will ich vorbeiziehen. Obwohl, nee, will ich das? Gleich gibt's DRS? Nee, das will ich nicht. Also, ich will DRS haben, nicht vorbeiziehen. Nicht hier schon. Sonst hätte ich jetzt eigentlich überholen können. Mit Überholmodus hier in der Bus-Stop-Schikane. Nennt man die überhaupt noch Bus-Stop-Schikane? Wurde ja auch umgeändert. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Weil jetzt wird attackiert. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Zu viel gelenkt. Jawohl, jetzt eiert auch. Die Reserven sind sehr niedrig. Wir haben einen kritischen Abnutzungsgrad am Motor erreicht. Lass uns versuchen, die Drehzahl niedrig zu halten. Frühes Hochschalten, spätes Runterschalten. Oh, spätes runter. Achso, damit man das den Motor nicht überdreht. Lieber unterdrehen. Gibt's Unterdrehen überhaupt? Oh Gott, diese Kurve hat's mir aber auch angetan. Aber so anders angetan. Gott, oh Gott, Konzentration. Shit. Wie viel Schwung einfach mal kurz die Grasnarbe einbüßt. Wie man einfach. Wir waren einfach, wie gesagt, bis wir immer auf der langen Geraden sind. Zum Teamkollegen 10,6 Sekunden. Boah, Vettel haut derweil komplett ab. Jetzt sind wir ein bisschen weit weg. Kommen aber wieder massig ran. Überholmodus sein Dank. Nee, sei Dank. Nicht sein Dank. Jetzt können wir den Sog richtig ausnutzen. Das ist halt diese optimale Entfernung. Für ein Windschattenüberholmanöver. Weil dieser Sog, der muss auch erstmal. Das ist wie so ein Düsenjet. Düsenjet-Antrieb. So.
So, den zum Rollen bekommen ist halt schwer, aber wenn das mal, wenn der mal greift, wenn er mal rollt, dann geht's richtig ab. Und so ist es halt mit dem Windschatten. Der braucht ein bisschen, aber wenn er mal, wenn dieser Windschatten-Effekt mal kickt, dann geht's richtig ab. Noch viel er ist übrig. Wir haben viel Energie gesammelt. Ein bisschen geslidet hier gerade in der Kurve. Jeff, das mache ich schon die ganze Zeit. Ich will nicht überholen. Ich will nicht überholen. Und Zeit kosten. Und zu zweit hier will ich auch nicht fahren, weil das kostet uns beiden Zeit. Das ist super dumm. Eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Scheiße, ich krieg die Bremsen hier nicht mehr hin. Okay, wir kommen wieder ran. 9 Zehntel grad bei der Abstand. Jetzt sind es nur noch 7. Das dürfte jetzt ein bisschen sehr weit weg sein, obwohl Sogwirkung viel hilft viel. Oh mein Gott. Wir glauben, dass wir eine das ist pervers. Alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Das ist so widerlich, diese Sogwirkung. Verstanden, geht in Ordnung. Was echt krass ist, dass hier, was war denn das? Wir waren der zweite, nee, der dritte. Renault, ne? Nee, der vierte meine ich. Das vierte Auto, was hier von der vier gestartet ist. Deshalb auch das vierte Auto. Das war ein Renault. Die waren schon immer irgendwie von der Pace, von der reinen Spitzengeschwindigkeit immer sehr schnell. Das wird, glaube ich, ein Monster nicht anders aussehen. Das Team will, dass du früher schaltest. Sie denken, das wird Benzin sparen. Nee, nix. Das Safety Car kommt ganz bestimmt. Ich hoffe, ich verhungere nicht so wie Gasly in Imola mit seinen Regenreifen. Der Sturm kommt. Und wenn ich einen Monat warten muss. Stellen wir die Bremsen hier einen Tick runter. Bleib nicht zu lange hinter diesem Wagen. Wir müssen überholen. Habe ich auch nicht vor. Es ist ein Rennen. Fast jede Gelegenheit wird hier genutzt, um zu überholen. Komm mal noch ein bisschen. Okay, kein DRS. Schade. Doppelt schade. Egal, wir pushen uns trotzdem ran. Gehen wir schon mal auf den Magermodus. Wenigstens um ein bisschen wegzukriegen. Weil ich werde zwar jetzt hier rankommen, aber. Wir haben eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Wir müssen das fette Gemisch vermeiden, damit wir damit klarkommen. Ich glaube, dieser Magermodus wird jetzt hier nicht so viel beeinflussen. Wie gesagt, der einzige Überholmanöver auf der Strecke ist Start und hier eine Chemistry Rate. Start und Ziel vielleicht auch, aber ist dumm. Weil du überholst den und direkt danach hat dein Gegner DRS und dann überholt er dich wieder. So hat ja auch Fernando Alonso damals Lewis Hamilton in Schach gehalten. So, Lewis Hamilton hinter ihm, klar der Schnellere. Okay, nicht ganz klar, aber ein bisschen schneller war er. Fernando Alonso hat ihn in der Bustoff-Schikane vorgelassen. Nee, vor der Lasur sogar. Also die neue Start und Ziel, die ja damals die alte war. So, dass das Fernando Alonso wieder nicht mit DRS, sondern nur mit reinem Windschatten damals, ja, das gab's auch mal, halt wieder auf der Chemistry Rate Lewis Hamilton wieder zurückbeholen konnte. Taktisch clever. Ging ganze Zeit hin und her. Immer hier hat er den Lewis Hamilton überholen lassen. Dann gleich auf der Chemistry Rate kam er wieder mit Windschatten an. Und so musste Hamilton wieder eine ganze Runde warten, um halt wieder den Überholmanöver zu wagen. Das war schon super. Wie sind eigentlich die Reifen von der Temperatur? Ah, können wir gleich sogar ein bisschen Diff erhöhen.
Obwohl, wollen wir das noch mit den angelutschten Reifen? Okay, der Motor wirkt jetzt deutlich angeschlagen. Nur damit du Bescheid weißt. Aber wir behalten das im Auge. Shit. Haben wir den Diff mal auf 70 hoch. Oh, das gibt noch Crack. Oder auch nicht. Gerade so. Im Bereich des Legalen, aber gerade so. Nein, nicht schon wieder diese Kurve. Übrigens, falls ihr gemerkt habt, dass in letzter Zeit ein bisschen wenig auf dem Kanal los war, lag vielleicht daran, dass ich gerade irgendwie letzte Zeit nicht so Bock hatte auf Rennspiele. Ich weiß nicht warum. Ich hab's komplett in dem Qualifying wieder angesprochen, aber keine Aufnahme. Kein YouTube-Video. Das war ein bisschen ärgerlich im Qualifying. War eigentlich ein gutes Qualifying. Weil die Zeit noch super knapp waren. Gut, Vettel war zwar eine Sekunde schneller als Hamilton, aber dahinter war es knapp. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht wieso, aber ich habe so mehr als eine Woche Formel 1 und allgemein alle Rennspiele liegen gelassen. Mit alle Rennspiele mache ich eigentlich nur Formel 1 und Project Cars 3. Naja, weil so ziemlich die einzigen Rennspiele sind, außer Dirt Rally. Wo ich dann nach einer Ewigkeit wieder Formel 1 gespielt habe, hat sich das angefühlt wie ein komplett. Also, ich habe ganze Zeit versucht, das Force Feedback vom Lenkrad ans Laufen zu kriegen, weil ich ganze Zeit dachte, da ist irgendwas kaputt. Ich habe das Force Feedback bei mir von 80 jetzt auf 90 angehoben, weil ich einfach nichts gespürt habe an Feedback. Ich habe mich einfach entwöhnt von diesem Game. Ich weiß nicht warum. Okay, uns geht das Benzin aus. Versuch ein wenig früher hochzuschalten. Das sollte etwas Benzin sparen. Und by the way, was ich eigentlich auch noch vorhatte, wenigstens, was waren das? Season Pass Prestige Stufe 1 zu erreichen, hat auch nicht geklappt. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen noch eine Stunde 19 Zeit für, was waren das? 30 oder 40.000 XP zu farmen. Hatte dann auch. Nee, ich habe länger kein Formel 1 mehr gespielt. Weil ich hatte die letzten vier Premium-Aufgaben alle nicht angerührt. Das heißt, es waren einfach mal vier Wochen, wo ich das Spiel nicht angerührt habe. Das ist doch ein bisschen viel, das kann doch nicht sein. Nee, Quatsch, nee, vielleicht waren es auch nur drei Wochen. Weil ich dann die letzte Woche direkt am Anfang vielleicht da war. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall. Ich war irgendwie so letztes Jahr ein bisschen lustlos, wenn es ums Gaming ging. Letzte Zeit war einfach nur für mich Battlefield oder gar nichts. So die Devise. Weil wie gesagt, Battlefield 5 im PS Plus umsonst. Und ach du heilige Scheiße, macht das Spiel Spaß. Wenn man die ganzen Kack-Loops, wie jeder es einmal war, wegklatschen kann. Als Infanterist bin extra nicht in den Flieger gegangen, weil das wäre dann zu radikal. Dann wäre der Server instant tot. Weil ohne Scheiß, Fliegen und Battlefield, das ist echt mein Ding. So eine Runde mit 100 plus Kills abzuschließen, ist. Oh Gott, war nicht so ungewöhnlich. Oh, wird es regnen? Sebastian kommt gerade an die Box. Verstappen kommt näher. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht es wird regnen. Okay, wir bleiben draußen. Gerade mit Trockenreifen voran. Aber in 10 Minuten abklingen. Oh Gott, ich hätte jetzt schon ein bisschen Bock nochmal auf Rote zu wechseln. Um dann im Regen dann halt wieder, wenn jetzt wirklich kommt, auf Mediums, auf Inters zu wechseln. Den gelben Mediums oder den Intermediums. Da tue ich mich manchmal unnötig schwer.
Okay, hinter mir der Max, der jetzt näher kam, deutlich näher kam. Ist zum Glück abgebogen, um mir hier keinen Stress zu machen. Wegen der Abnutzung verlierst du wahrscheinlich an Grip. Fahr nicht zu aggressiv. Aggressiv? Ist uns zu früh eingelenkt. Da wurde die Kurve unnötig spitzer, als sie eigentlich ist. Hat zu viel gebremst, Schaltpunkt verpasst. Liegt das an den Reifen oder an meinem Können? Ich fahre die Kurve gerade alle ein bisschen zu früh an. Vordermann hat aktuell einen Vorsprung von 7 Sekunden. Geht noch. Ha, Mediums oder Hard, oder Rote. Das Problem bei den Roten ist, wenn es nicht regnet, sind wir ganz schön am Arsch. Wir gamblen ja schon mit dem Sprit. Zweimal gamblen ist vielleicht einmal gamblen zu viel. Experten würden zwar sagen, es ist zweimal gamblen ist zweimal gamblen zu viel. Aber wenn es klappt, war es ja genau richtig. Dann gambelt man erst recht zu viel. Teufelskreis, oh Gott. Aber wenn man zu oft daneben liegt, dann denkt man, ja gut, wir haben viel Energie gesammelt. So mehr ich mich vergambelt habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich wieder an einem Sieg klammern kann. An einem Gamble-Sieg. Es ist ein Teufelskreis. Für Battlefield-Leute, so länger man auf ein Fahrzeug im Spawn wartet, desto wahrscheinlicher ist es, dass es kommt. Aber in der Zeit hätte man auch so viel anderes machen können. Zum Beispiel mit dem Flammenwerfer in den Tunnels von Iwo Jima warten. Während die Verteidiger, nee, die Angreifer einfach hier bei Durchbruch den Tunnel einnehmen wollen. Und du denkst dir so, yo ey, schon lange keinen 10-fach-Kill mehr gehabt. Aber Leute, ich sag's euch, ne, Battlefield ist einfach mega. Was war das? Ist das 2 oder 3 Wochen? Wird auch das Neue vorgestellt. Bei der E3. Ich bin leider dieses Jahr leider nicht live dabei bei der E3. Hier, wo ist die eigentlich? In Los Angeles. Das Problem war, ich war noch nie irgendwo live dabei. Eines Tages auch nicht. Ich weiß nicht wieso. So viele Leute so live diese E3 oder Gamescom Sachen gehen wollen. Rall ich nicht. Warum nicht mal ein bisschen Nordschleifen rennen, gucken, statt am Fortnite-Stand über Scheiße zu rennen. Digga Insider. Ist damals wirklich am Fortnite-Stand bei der Gamescom irgendwie Scheiße platziert worden? In der Warteschlange? Weil da jemand so lange warten musste, dass er halt seinen Toilettengang ignorierte, weil er halt unbedingt Fortnite daddeln wollte? Das Spiel, was es gratis gibt, für jede Plattform? Ralle ich nicht. Einfach zu hoch. Unsere Benzinreserven sind sehr niedrig. Versuche früher hochzuschalten. Dadurch sparst du etwas Benzin. Aber ich muss ehrlich sagen, diese kleine Renn-Gaming-Pause, die ich eingelegt habe, die war ganz schön beruhigend. Ich wollte eigentlich schon viel früher wieder anfangen, hier irgendwie Project Cars Formel 1 zu spielen, aber Formel 1 habe ich gefühlt neu erlernen müssen. Musste ich gefühlt neu erlernen müssen. Und Project Cars 3, schwierig. Ich hab's eingelegt, weil ich mir dachte, okay, ich muss das jetzt aufnehmen. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist irgendwie nicht der richtige Sinn, ein Spiel zu spielen. So, weil man, wenn man ein Spiel spielen muss, dann ist es halt auch irgendwie ein bisschen Grütze. Aber jetzt habe ich so lange gewartet, ich habe richtig Bock auf Rennen. Das Tolle ist, dieses Wochenende in Serie Live ist auch das Monaco-Rennen. Und jeder fragt sich, was macht Marzipin? Oh, es klart wieder auf. Ach scheiße, wir sollen ja in die Box fahren, ne? Da war ja was. Komplett vergessen. So, Sessiongetränk, rein da. Wie viel Prozent haben wir eigentlich auf den Reifen? Oh, na klar. Kurz vor Reifenplatz da vorne links.
Aber sonst, ja gut. Wenn wir die blockierenden Reifen ignorieren, waren die Reifen eigentlich in einem guten Zustand. Bye, have a great time.